zeigen wir euch wieder einen der beliebtesten Kuchen überhaupt bei Lumara. Und den backen wir seit fast 30 Jahren, nämlich den Bienenstich. Und den könnt ihr ja in allen verschiedenen Größen backen. Und die Nelly ist unser Bienenstichkünstler, gell Nelly? Ja. Das stimmt. Die muss immer Bienenstich machen, weil ihr wisst ja, wir schaffen Gera A und die anderen müssen es machen. Das ist halt mal so im Leben, aber sie macht es ganz, stimmt's? Ja, klar. Du kannst da jetzt ja schon ganz gut. Sie hat zu mir gesagt, sie zeigt euch das schon, aber redet tut sie nichts. Sie will nicht reden, nur mit mir spricht sie. Also, was immer wichtig ist, Nelly, wie viele Eier? Wir haben 4 Eier Biskuit, zweimal gebacken. Zweimal. Also ja, immer ein 4 Eier Biskuit und gemacht haben wir das Ganze mit Biskuitfein, stimmt's? Ja. Biskuitfein ist nur eine Stärke, also ihr braucht genauso Eierzucker und Mehl. Und ihr könnt es immer so rechnen, pro Ei brauchen wir immer 20 Gramm von allen Zutaten. Also wenn ihr jetzt 4 Eier habt, dann braucht ihr 4 Eier, 80 Gramm Mehl, 80 Gramm Zucker, 80 Gramm Wasser, 80 Gramm Biskuitfein. Bei 3, 60, 60, 60, 60 und so geht es. So kann man es am besten ausrechnen. Ihr dürft alles zusammen aufschlagen. Und jetzt fragen mich die Leute immer auf meinen Kursen, Frau Lutz, welche Form ist die bessere? Alle Formen werden aus dem gleichen Material hergestellt, werden von Hand gearbeitet in unserer familieneigenen Produktion. Das Ganze, was uns unterscheidet von anderen Formen, ist, dass unsere Formen Federbandstahl sind. Das heißt also 1810 Edelstahl und Federbandstahl, die springen immer in die Ursprungsform zurück und das ist unser Markenzeichen. Also, dann muss ich sagen, welche Schnitte brauchen wir, verstellbar oder fest? Wir backen bei Lumara, ich möchte fast behaupten, zu 90% in der festen Schnitte, weil die bequem ist. Die stellt Schnei und dann steht sie und da brauche ich nichts zusammenbauen, nichts auseinanderbauen. Aber wenn Sie jetzt einen ganz normalen Haushalt haben, dann sage ich, vielleicht ist die viereckige Verstellbare nicht schlecht, weil man kann sie Größen verstellen. Mir ist es am liebsten, alle, die eine Verstellbare haben, kaufen auch eine feste. Weil dann haben sie beide Schnitten und die Nelly hat jetzt den Deckel und den Boden separat gebacken, das ist ganz wichtig, dann müssen wir den Knusperdeckel nicht durchschneiden. Das Biskuitfein, wie gesagt, ist ganz, ganz wichtig. Und Nelly, jetzt sag mir, was du gemacht hast. Du hast Knusperbiene genommen, wie viel? Und Mandeln? 200 Knusperbiene und 200 Mandelblätter, ja, gemischt und dann auf dem Biskuitboden oben drauf und dann gebacken. Genau, also das habt ihr jetzt mitgekriegt, ne? Also bei der Schnitte brauchen wir 200 Gramm und 200 Gramm Mandeln oder 200 und 200 Gramm Knusperbiene gemischt, ja, und draufstreuen und so hast du es jetzt gebacken und jetzt hast du es ausgelöst und jetzt zeigst du den nächsten Schritt. Was machen wir jetzt? Jetzt nehmen wir den Schnittanteiler, ja, teilen wir ein. Wie viel Stück hast du? 24. 24 steht hier drin, ja, ja. Der Schnittenteiler gehört halt einfach zu unserer Schnitte dazu. So können wir die ganze Stückle einteilen, auch wenn wir Sahneschnitte machen. Wisst ihr, Schnittenbacken wird immer interessanter, weil man halt einfach die Stückchen einschneiden oder schneiden kann, wie man will. Unser Buffet gibt, die Leute müssen nicht so große Stücke essen. Und jetzt Pizzarad. Mit Pizzaschneider schneiden wir die Stücke ein. Das Pizzarad ist einfach, das ist halt ein Profi-Werkzeug. Wir haben halt so 90% nur Profi-Werkzeuge. Und das ist schon was wert. So was kauft man sich einmal. Und wenn Sie mich fragen, wie lange halten die Sache, die halten ein Leben lang, wenn Sie ordentlich damit umgehen. Wir haben natürlich keine lebenslange Garantie. Wir haben die ganz normale gesetzliche Garantie von 6 Monaten, aber wir haben noch nie die Backform umgetauscht und uns gibt es jetzt fast 30 Jahre. Wisst ihr, was das Schöne ist? Diese Formen kosten wenig. Eigentlich können wir nur machen, weil wir eigener Hersteller sind, aber diese Formen werden Sie von Generation zu Generation weiter benutzen, weil die gehen nie im Leben kaputt. Und das ist das Schöne bei Lumara. Und darum lieben uns die Leute, das heißt Sie, Anna, okay? Das gefällt uns. So, in der Zeit, wo ich so schlau dahergeredet habe, hat die Nelly schon 24 Stückchen geschnitten. Ja. Nelly, und jetzt? Jetzt kommt die Form oben drauf. Ja. Wenn das mal ganz vorbereitet, genau, ist, gell? Dann geht es ruckzuck. Also nicht draufklauben, sondern wir bauen den Bienenstich rückwärts so auf. Und jetzt kommt die Vanillecreme. Wie viel hast du da genommen? 1 Liter Sahne. Mit 1 Liter Sahne mit 5 Esslöffel Vanillecreme. Genau.
aufschlagen. Also die Vanillecreme kommt immer direkt in die Sahne. Die wird mit der Sahne aufgeschlagen und die können Sie jetzt abwandeln in alle Himmelsrichtungen. Die Vanillecreme ist die meistverkaufste Creme. Wir verkaufen diese Creme in zig Tonnen, auch das Biskuitfein in zig Tonnen. Und der, wo einmal die Vanillecreme gehabt hat, der wird sie immer verwenden. Nelly, eins Teil haben wir vergessen, die Drehplatte, gell? Stimmt's? Ja. Jetzt müssen wir das ohne Drehplatte machen. Ich hole sie schnell, Nelly. Aber bringen Sie jetzt gleich. Weil wenn ich daneben stehe, ich kann es gar nicht sehen, wenn jemand ohne Drehplatte arbeitet. So, jetzt erklären. Jetzt hat sie die Vanillecreme aufgelegt. Nehmen wir Winkelpalette, groß. Streichen wir die Vanillecreme. Nelly, wie lange arbeitest du bei uns jetzt in der Versuchsküche und im Versand? Seit 8 Jahren. Seit 8 Jahren ist sie ja an unserer Seite, jawohl. Ihr beherrscht das Backen schon aus dem FF und die Simone das Filmen. Die filmt und filmt wunderbar. Simone, machst du das wirklich gut. Und ich red und red wunderbar. Ja. So, die Nelly hat es jetzt gestrichen, Schatz, und jetzt ist das toll, wenn ihr zwei Formen habt und ihr kennt die Biskuit. Gerade wenn sie ihr Schnitter macht, auch zweimal backen. Ich finde es einfach ideal, weil mit der Knuschrobine lässt sich das sehr schlecht durchschneiden. Jetzt nehmen wir die zweite Boden vom oben drauf. Und das war alles. So schnell geht's, gell? Ja, schnell und einfach. Kommt die Kuchenunterlage mit Torteretter. Du kannst doch reden, wer sagt, du kannst nicht. Aber weil ich an deiner Seite bin, gell? Da umdrehen. Hast du jetzt auf Licht. Ja. Es ist besser, wenn andere. Drücken wir ein bisschen. Ja. Und dann langsam nehmen wir die Form raus. Und fertig stehen. Super! Also Nelly, jetzt kriegst du von mir einen riesengroßen Applaus, weil du hast so viel Angst zuvor gehabt. Und jetzt hast du das so super gemacht. Dankeschön. Und wenn man es einmal super macht, dann muss man es immer wieder machen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und jetzt denke ich, wir zwei sagen jetzt Dankeschön fürs Zuschauen und ihr backt den Bienenstich jetzt noch. Ihr braucht die Knuschrobine. Ohne Knuschrobine geht überhaupt gar nichts, weil die Knuschrobine ist pulverisiertes Karamell. Und ihr kennt da die Florentiner-Mache, ihr kennt den Bienenstichmacher. Ich streue die Knuschrobine auch sehr gern über den Hefeteig, dann habt ihr schöne Farbe. Brauche ich kein Ei zum Eistreichen, ich nehme die Knuschrobine für die Nussegger. Ich kaufe nie Krokant, ich mache alles selber, Mandel mische, ihr könnt es mit Nüsse mischen, ihr könnt es mit allem mischen, was sie wollen. Cornflakes, egal was kommt, könnt ihr die tollsten Sachen mit der Knuschrobine machen, gibt es bei der Firma Elko. Elko dürft ihr bei eurer Beraterin, Berater bestellen oder wenn ihr niemanden habt, meldet es euch bei info@lumara.de. So, und jetzt sagen wir Dankeschön, auf Wiedersehen, tschüss.